Am 19. Juni 1836 zieht sich die junge Victoria in ihre Schlafgemächer zurück. Am nächsten Morgen wird sie geweckt, weil der Erzbischof von Canterbury und Lord Chamberlain sie zu sehen wünschen. Als sie sie empfängt, kniet der Erzbischof vor ihr nieder. Jetzt weiß sie, dass ihr Onkel König William IV. Gestorben und sie nun Königin von England ist. Queen Victoria wird Großbritannien für 63 Jahre regieren. Das ist länger als die Regierungszeit jedes anderen britischen Monarchs und länger als je eine Frau auf dem Thron gesessen hat. Hallo, ich bin Ella und herzlich willkommen bei Einfach Geschichte. Am 24. Mai 1819 kommt Alexandrina Victoria in London als einziges Kind von Edward Augustus, Duke of Kent und Strathern und Victoria von Sachsen-Coburg-Saalfeld zur Welt. Falls ihr das jetzt nicht so schnell einordnen könnt, sie ist also die Ur-Urgroßmutter von der amtierenden Königin Elisabeth II. Als sie 6 Monate alt ist, stirbt ihr Vater. Der Verlust der Vaterfigur wird ihr mit steigendem Alter immer bewusster. Es ist also nicht verwunderlich, dass sie sich ihr Leben lang ältere und erfahrene Berater sucht, um die relevanten Fragen in ihrem Leben zu beantworten. Der amtierende König, ihr Onkel, William IV., führt einen ausschweifenden Lebensstil, der ihr bereits als Kind missfällt. Mit 10 Jahren versteht sie, dass sie nach seinem Tod einmal Königin sein wird und verspricht, I will be good. Ich werde gut sein. Sie wächst im Kensington Palace auf und als sie 18 Jahre alt ist, wird sie Königin von England. Das Volk ist begeistert von einer neuen, jungen Königin, die auch ein neues Zeitalter einläutet. Später wird man es sogar als viktorianisches Zeitalter bezeichnen. Während ihr Onkel Veränderungen mit großer Vorsicht gegenüberstand, ist sie voller Veränderungswillen und beginnt zielstrebig und fleißig, ihre Ideen durchzusetzen. Andere Frauen in ihrem Alter wären vielleicht ein bisschen eingeschüchtert gewesen von all den politisch erfahrenen Männern aus dem Parlament, sie aber begegnet ihnen mit Selbstvertrauen und wickelt sie mit ihrer zarten, aber klaren Stimme um den Finger. 1836 besucht ihr Cousin Albert von Sachsen-Coburg und Gotha die Queen in Großbritannien. Die beiden sollen sich kennenlernen, denn er gilt als potenzieller Ehemann. Er ist 3 Monate jünger als sie und obwohl sie beeindruckt von seinem Auftreten ist, findet sie ihn anfangs etwas langweilig. Außerdem befürchtet sie, dass sie durch eine Heirat an Macht verliert und beherrscht wird von ihrem Mann und viele Kinder kriegen muss. 3 Jahre lang kämpft Albert um die Zuneigung der Queen. Schließlich sagt sie doch ja. Am 10. Februar 1840 heiraten sie und trotz anfänglicher Zweifel bekommt Victoria 9 Kinder von ihm. Albert ist klug und ambitioniert und wird zu ihrem engsten Berater. Er beeinflusst ihr Denken erheblich und sieht sich selbst als Minister der Königin. Aber er wurde als solcher nie gewählt. Damit es nicht zu Komplikationen kommt, wird ihm der Titel Prinzgemahl verliehen. Das gibt ihm die Freiheit, seine Frau zu den Parlamentssitzungen zu begleiten und erkennt seine wichtige beratende Rolle an. Die neue Ära ist geprägt von ständigem Fortschritt. Die industrielle Revolution ist im vollen Gange. Neue Entwicklungen und Erkenntnisse in den Wissenschaften machen die Runde, beispielsweise Darwins Theorien. Auch große Ingenieursleistungen wie der Bau von großen Brücken und die Entstehung eines Kanalisationssystems in London zeigen die ständigen Veränderungen. Städte wie London, Lancaster und Birmingham wachsen rasant an. Überall verbessert sich die Infrastruktur, es werden Schienen verlegt und nur 1 Jahr nach ihrer Krönung verlässt die erste Eisenbahn den Bahnhof in Paddington. Besonders technische Fortschritte werden von dem Königspaar gefeiert und gefördert, denn Albert hofft, dass sie der ansteigenden Armut entgegenwirken können. 1845 kauft die königliche Familie das Osborne-Haus außerhalb von London mit einem dazugehörigen Anwesen von 4000 Hektar. Hier können sie sich vollkommen frei und unbeobachtet fühlen. Die Queen ist eine strenge, aber liebevolle Mutter. Die Erziehung ihrer Kinder und deren moralische Entwicklung empfindet sie als eine ihrer größten Verantwortungen. Ihr Leben lang wird ihr der Kontakt zu ihrer Familie wichtig sein. Im Revolutionsjahr 1848 bricht in England eine Finanzkrise aus und es kommt überall im Land zu Armut und Arbeitslosigkeit. Die Menschen beginnen auf die Straße zu gehen und Revolution zu fordern. Anders als Victoria empfindet Albert Mitgefühl gegenüber den Notleidenden und versucht, sozialpolitische Veränderungen herbeizuführen. Seine Frau wird sich erst nach seinem Tod, wahrscheinlich aus Pflichtgefühl ihm gegenüber, in der Sozialpolitik engagieren. Das britische Empire wächst mit den Jahren ständig an und hat sich auch durch Kolonien während der Regentschaft der Queen vervierfacht. Natürlich gehören militärische Auseinandersetzungen damit zum Alltag. Victoria verachtet den Krieg, doch als 1853 der Krimkrieg ausbricht, macht sie sich stark für eine Militärreform und sorgt aufgrund von Florence Nightingales Briefen für eine Verbesserung der hygienischen Bedingungen in den Lazaretten. 1861 ereilen die Queen gleich 2 Schicksalsschläge. Im Mai stirbt ihre Mutter und noch bevor sie sich davon erholen kann, wird Albert schwer krank. Victoria muss zusehen, wie er immer schwächer wird und schließlich im Dezember im Alter von 42 Jahren stirbt. Dieser Verlust wird ihr Leben auf den Kopf stellen. Sie zieht sich vollkommen
vollkommen aus dem öffentlichen Leben zurück und beschäftigt sich nur noch damit, das Bild ihres Mannes festzuhalten. Überall im Land werden Statuen von ihm errichtet, ihm zu Ehren Museen und auch die heute bekannte Royal Albert Hall erbaut. Victoria befiehlt, dass seine Räume in Osborne unverändert bleiben und jeden Morgen, wie gewohnt, frische Kleidung für ihn rausgelegt wird. Sie gibt sich vollkommen ihrer Trauer hin und erste Gerüchte kommen auf, dass sie den Verstand verloren hat. 13 Jahre lang trauert sie, erscheint nicht mehr im Parlament und empfängt nur noch wenige Minister. Aber sie informiert sich von ihrem Schreibtisch aus über das aktuelle Geschehen. Doch davon bekommt die Öffentlichkeit ja nichts mit. Das Volk empfindet seine Königin als abwesend und erste Stimmen werden laut, die die Notwendigkeit der Monarchie anzweifeln. Schließlich gelingt es Premierminister Disraeli, 1876 in der Königin neuen Regierungswillen zu wecken. Mit der Nachricht, dass sie nun Kaiserin von Indien ist. Victoria ist fasziniert von der indischen Kultur und der Titel Kaiserin gefällt ihr so gut, dass sie ihn verwendet, wann immer sie will. Sie fasst Vertrauen zu Disraeli, der zu ihrem engen Berater wird und sie schließlich davon überzeugen kann, zurück in die Öffentlichkeit zu kehren. Ihr Leben wird bunter. Sie erscheint auf Bällen, zeigt sich in der Öffentlichkeit und innerhalb kurzer Zeit hat sie sich die Zuneigung des Volkes zurückerobert. Als sie 1887 ihr goldenes Thronjubiläum feiert, ist sie wieder die Königin, die sich das Volk wünscht. Zeitgenossen bezeichnen sie gern als Großmutter Europas, da sie durch ihre zahlreichen Kinder und Enkel mit vielen königlichen Häusern verwandt ist. Beispielsweise hat sie durch ihre älteste Tochter mit dem deutschen Kaiser Wilhelm II. Eine Verbindung und ihre Enkelin Alex heiratet Zar Nikolaus II. Von Russland. Ihr Tod am 22. Januar 1901 im Alter von 81 Jahren sorgt im ganzen Land für Trauer. Der Schriftsteller Henry James fasst dieses Gefühl des Volkes so zusammen. We all feel a bit motherless today. Wir fühlen uns heute alle ein bisschen mutterlos. Die 63 Jahre Regierungszeit der Queen Victoria haben gezeigt, dass eine Königin zwar nicht die politischen Veränderungen ihres Landes aufhalten kann, aber ein wichtiges Symbol für die Zusammengehörigkeit einer Nation sein und wichtige Anstöße für das politische und soziale Leben geben kann. Was denkt ihr? Würde eine repräsentative Monarchie uns in Deutschland auch für das Zusammengehörigkeitsgefühl helfen? Oder ist das ein unnötiger Luxus, den wir uns nicht leisten müssen? Eure Meinung wie immer sehr gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr über die neuen und aufregenden Zeiten aus Victorias Ära erfahren wollt, dann klickt doch hier, um zu unserer Playlist zu kommen für den Verlauf der industriellen Revolution. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann her mit dem Daumen, das ist ein monarchischer Befehl. Und für unendlich viel Wissen abonniert gerne unseren Kanal. Auf Instagram kriegt ihr weiterhin regelmäßig Infos, also guckt da gerne auch mal nach. Und ich würde sagen, wir sind fertig. Bis zum nächsten Mal bei Einfach Geschichte. Tschüss!